Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Venetica. Hier ist die Goretti und ich stehe hier im Jumadorf. Jawohl, wir haben mit Akbar geredet und jetzt heißt es, wir sollen in den Höhlen irgendetwas suchen, womit wir diese Barriere vernichten können. Na dann, mein Freund, du musst leider dran glauben. Hier, schlucke er dies. Und du auch. So, dann komm mal her. Den anderen hat's schon dahin gerafft, da hinten. Jawohl. Nein, Scarlet, nehme ihn aus. Oh, hier geht auch ein Weg entlang. Alles klar. Da vorne sehe ich schon mal eine erste Öle. Trockenobst, jawohl. Na dann, nix wie hinein, würde ich mal sagen. Haben wir unsere Laterne? Ist da noch Saft drauf? Nein. Lass mal schauen. Öl auf die Lampe. Laterne eingeschaltet. Hinein. Skelette. Hallo, mein Freund, der Skelett. Mehr sehe ich von euch nicht. Die dramatische Musik hört gar nicht mehr auf. Ah, deswegen. Hallo, mein Freund. Na, komm her. Ist es das, was uns hier so erwartet? Steinfragment. Deswegen soll ich die Höhlen absuchen. Okay. Ist die Frage, wie viele von diesen Steinfragmenten muss ich finden? Das war das erste hier in dieser Höhle. Hinaus. Ich denke, ich gehe jetzt erst einmal diesen Weg hier entlang. Ich weiß nicht, ob ich hier schon mal war oder nicht. Werde ich sehen. Komme ich hier rüber? Ja, hier komme ich rüber. Ah ja. Noch mehr von diesen Jumakriegern. Okay, dann kommt mal her. Daneben, mein Freund. Na los, greif an. Oh, oh, ich hänge fest. Besser hier weg. Au, 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 au. Er erwischt mich. Alleine habt ihr keine Chance. Puh, das war knapp. Eieieiei. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich sitze falsch vor meinem Computer. Irgendetwas passt hier gerade ganz und gar nicht. Nördlicher Kessel. Okay. Diese Orte haben sogar Namen. Das wundert mich aber. Ich weiß einfach nicht, wo die Höhlen sind. Zumindest nicht auswendig. Ein Bagger. Beißer. Yeah!
Na dann komm her. Daneben. Wow, wow, der hat mich getroffen. Die sind wahnsinnig laut. Ich stelle mal eben meine Kopfhörer ein bisschen leiser. Das ist ja... Sonst fange ich hier gleich noch an, ins Mikro zu schreien. Und davon hat keiner was. Da hinten sehe ich noch ein paar Yuma-Krieger. Wieso ist hier eine Hütte? Na los, komm her, mein Freund. Naja, auf jeden Fall looten wir hier ganz schön viel. Was ja auch nicht verkehrt ist. Das können wir alles gut verkaufen, auch wenn wir uns nichts dafür kaufen können. Ein Goldring. Und Dukaten. Wieso steht hier im Nichts eine Hütte? Hallo, ihr zwei Süßen. Wie viele seid ihr? Zwei. Das werden irgendwie immer mehr. Da ist die nächste Höhle, wie es scheint. Schon zwar im nördlichen Kessel. Jawohl. Da gehe ich auch direkt mal rein. In irgendeiner Höhle wird dann mit Sicherheit auch eine Statue sein. Mal die Laterne wieder angelegt. Hinein. Zieh mal lieber deine Waffe. Oh, hier gibt es ein Skelett, das herumläuft. Was möchtest du denn von mir, mein Freund? Warum? Ach, warum hast du mich erweckt? Weil ich's kann. Was hält ihn in dieser Welt? Was hält deine Seele in dieser Welt? Was für eine Erlösung. Endlich kann jemand meine Geschichte hören. Oh mein Gott. Ich wurde hier zurückgelassen zu wachen über die anderen, damit niemand den gleichen Fehler begehen kann wie ich. Du musst dich von diesem Ort fernhalten. Zu deinem eigenen Besten. Ja, aber warum? Da hinten geht die Höhle noch weiter. Okay, er wurde hier hinterlegt, um zu wachen. Um was zu bewachen? Die Statue im nördlichen Kessel. Okay, das sollten wir uns merken. Noch können wir damit nichts anfangen. Das ist mir klar. Ich kann es doch schon benutzen? Nö, natürlich nicht. Warum auch? Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Ich denke, ich muss diese gesamten Fragmente erstmal finden und dann hier zum nördlichen Kessel zurückkehren und die Statue zusammensetzen. Die Dramatik in dieser Musik macht einen fertig. Ja, okay. Dann wäre es das hier jetzt erstmal gewesen, befürchte ich. Das sollte ich bemerken, dass die Höhle, wo die Statue dann reingepackt werden muss, oder wo die Steinfragmente hineingebracht werden müssen, hier im nördlichen Kessel ist. Gut. Dann gehen wir mal wieder zurück, beziehungsweise suchen mal weitere Höhlen ab, um die Steinfragmente zusammenzukriegen.
Südlicher Kessel. Okay. War ich hier schon mal? Wahrscheinlich auch noch nicht. Nördlicher Kessel, südlicher Kessel. Tete. Ach, schön. Jawohl, da ist noch eine Höhle. Ist das die Höhle, vor der wir schon mal gestanden haben? Sicher bin ich mir nicht. Ich gehe da jedenfalls mal hinein. Oh, Spiel hat sich gespeichert. Das hat nie was Gutes zu bedeuten, wenn sich das Spiel speichert. Was ist das da hinten? Das sind Baggerbeißer, oder? Natürlich. Was soll es denn sonst auch anderes sein? Danke, mein Freund. Aber das wird dich auch nicht retten. Du kannst nur so viel beißen. Einfach mal in Ruhe. Oh, das war knapp, würde ich mal sagen. Mal lieber einen Heiltrank einnehmen. Du verflixter Backerbeißer, lass mir in Ruhe. Oh Gott. Ich hab das Timing bei denen noch nicht so ganz raus. Aber egal. Wir kriegen nicht klar. Mit dem ultimativen Schlag. Okay. Ekelhaften. Mein Gott, wie viele denn noch? Hab ich dich. Na los, komm her. Ah, schon wieder hat er mich getroffen. Ich hasse sie jetzt schon. Genauso wie die. Okay, hier müssen wir durchschwimmen. Steinfragment. Wunderbar. Gibt es hier noch mehr Steinfragmente? Ich sehe jetzt so keins. Ich hoffe, ich liege da richtig, dass es pro Höhle immer nur ein Steinfragment gibt. Aber gibt es denn wirklich so viele Höhlen hier in Afrika? Na, dann habe ich aber noch einiges vor mir. Das ist der Baum des Lebens. Ist das auch noch ein Weg? Ich sehe jetzt hier keinen. Ah ja. Da, wo Yuma-Krieger sind, da war ich sicherlich noch nicht. Nein, nein, nein. Du steckst das Schwert bitte nicht weg. Hätt's wohl gern, mein Freund. Na, komm her. Au, 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 verdammt. Lass mich in Ruhe. Es ist nicht einfach gegen die... Oh, er lebt noch. Um Gottes Willen, was ist denn los hier? Puh. Wie komme ich denn da drauf, dass ich irgendwie 5 Steinfragmente brauche? Hat er irgendwie eine Anzahl genannt? Eigentlich nicht, ne? Baggerbeißer. Okay. Ihr Süßen.
Dann werde ich mich mal um euch kümmern. Er ist auch tot. Wunderbar. Der ist an unserem Gift gestorben. Ah ja, noch mehr junger Krieger. Dann komm mal her. Wieso stecke ich eigentlich immer die Waffe weg? Scarlett, mach mich nicht fertig. Dann komm mal her, mein Freund. Oh, es sind mehrere. Daneben. Der hat doch nicht getroffen, oder? Es klingt immer so, als hätte er getroffen. Aber ich glaube nicht, dass sie mich jedes Mal treffen. Weil ich sehe ja auch meine Energieleiste nicht runtergehen. Und wenn sie mich treffen, dann treffen sie mich auch richtig. Scarlett, red ich nicht so viel. Nimm einen Trank. Nimm einen Trank, Scarlett. Lauf, lauf. Komm her. Boah. Der war nicht ohne. Gut, dann gehen wir mal hier entlang weiter. Hä? Nur große Macht wird es öffnen. Red nicht so viel. Wieso bin ich denn jetzt hier wieder an den Strand hingekommen? Wer zu den Geistern geht, wird es finden. Ja, sie werden es finden. Ich glaube, ich muss gleich mal versuchen, gucken auf die Karte, auf der Karte nachgucken, wo ich jetzt überall gewesen bin und wo nicht. Sieht man das überhaupt? Auf der Karte? Ich weiß es gar nicht so genau. Ah, doch, doch, doch. Guck mal. Ja, das ist doch gut. Das hier ist eine Höhle. Das hier ist was? Der nördliche Kessel, das könnte da hinten sein, ne? In dieser Höhle war ich, glaube ich, noch nicht drin. Da gehe ich mal rein und dann gehe ich hier in diese Richtung. Das ist doch erstmal eine Möglichkeit. Gott sei Dank sehe ich die Sachen auf der Karte. Sonst wäre ich hier, glaube ich, ziemlich aufgeschmissen. Moment, hier ist das Yuma-Dorf. Oh, das passt schon. War ich in der Höhle jetzt drin oder nicht? Ich guck da einfach mal rein. Nein, hier war ich noch nicht drin. Hier gibt es noch Skelette. Na dann, komm her, mein Freund. Daneben. Und da sehe ich auch noch ein Steinfragment. Komm her, mein Freund. Steinfragment schnell aufgehoben. Zack. Und dich habe ich auch. Sehr schön. Gut, dann wieder raus. Oh, ich hätte viel früher schon diese Karte mal aufrufen sollen. Das wäre mit Sicherheit geschickter gewesen. Lass mich nochmal schauen. Gut, dann gehe ich jetzt hier an diesem Baum, das wird der Baum des Lebens sein, hier hinten hinein. Weil ich glaube, dass die Höhle und die Höhle, da war ich mit Sicherheit schon drin. Komme ich hier? Ich dachte, da wäre jetzt irgendwie so ein Yuma-Krieger. Ist es auch. Hallo, mein Freund. Schluck das. Und dann schluckst du mein Schwert.
Noch einmal einen Blick auf die Karte. Hier komme ich nicht durch. Das heißt, ich muss, wenn, dann durch den Baum des Lebens hindurch. Und hier so entlang, richtig? Ja. Ich hoffe, dass ich hier richtig bin. Ach, hier komme ich jetzt nur zu Akbar. Okay. Und da komme ich natürlich nicht weiter, weil ich erstmal alles hier fertig machen muss. Alles klar, dann wieder zurück. hier sehe ich noch eine Höhle. Das könnte hier über diesem Weg hinweg sein. Ich guck mal. Ich gehe mal weiter geradeaus durch. Könnte natürlich sein, dass hier hinten noch irgendwo eine Höhle ist, in der ich noch nicht war. Obwohl, war ich da jetzt drin? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ja, hier war ich, glaube ich, drin. Das war die erste Höhle, die ich betreten habe, ne? Hier sehe ich jetzt auch nichts mehr leuchten irgendwie, was darauf hindeutet, dass hier nur ein Steinfragment ist. Und das könnte wieder der nördliche Kessel sein. Ich glaube, ich müsste alle haben, ne? Lass mich mal schauen, ob ich alle habe. Im nördlichen Kessel war auf jeden Fall die Statue, richtig? Lass dich überraschen. Na, 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 na. Oh Gott, ein Backerbeißer. Dann komm mal her, mein Freund. Nördlicher Kessel. Schlucke er dies! Was? Ja, du bist die beste Scarlet. War ich hier oben auf dem Berg schon mal? Nein, hier war ich nicht. So, lass mich schauen. Jawohl, das ist der nördliche Kessel. Ich glaube, alles andere müsste ich eigentlich abgelaufen sein, ne? Nein, du sollst nicht die Waffe wegstecken, du Doofe. So, pass auf. Laterne an und hinein in die Höhle. Laterne wieder leer. Okay, erst Laterne auffüllen. Wieso habe ich drei Laternen? Um Gottes Willen, ich sollte vielleicht mal eine Laterne verkaufen. Hinein, da Scarlet. Das Spiel hat sich wieder gespeichert. Ja. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich tatsächlich alle Fragmente beisammen habe. Jawoll. Jetzt wohl wieder. Unser Herz allerliebster. Ja, er ist wieder da. Hast du den Baum des Lebens gesehen? Er ist wundervoll. Dieses Land war einst ein wunderbarer Ort. Ich habe davon gehört, doch jetzt sehe ich nur Dunkelheit. Wenn du das Juma-Volk befreien kannst, befreist du auch dieses Land. Vielleicht kann es wieder erblühen. Und an einem fernen Tag könnte der Baum des Lebens wieder Blätter tragen.
Auf jeden Fall. Baum, ich werde jetzt diese Prinzessin vernichten. Was würde es bringen? Mehr über das Land und den Baum herausfinden. Das klingt wiederum gut. Du scheinst Mitgefühl für dieses Land zu empfinden. Dieser Baum ist die Quelle allen menschlichen Lebens. Seine Wurzeln reichen bis tief in die Schattenwelt. Wenn er stirbt, ist die Menschheit nur noch eine leere Hülle. Verloren im grauen Nebel der Unendlichkeit. Nichts hätte mehr Sinn. Alles wäre zu Ende. Nimm dieses Geschenk und fege den Fluch des Todes hinweg, der auf Hass und Verzweiflung gebaut ist. Setze den dunklen Gedanken ein Ende. Oh ja, Benedikt, das werden wir tun. Hab Dank, wir haben wieder eine gewisse Macht von ihm gekriegt und was sich damit machen lässt, wir werden sehen. Hinweis zum Auftrag erhalten. Wunderbar. Aber ich würde sagen, da diese Folge schon wieder etwas länger als 20 Minuten ist, werde ich hier in dieser Höhle einen kleinen Speicherpunkt setzen und die Folge erstmal beenden. So, man sollte langsam reden, dann versteht einem auch jemand nicht irgendwas. So, jedenfalls bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Das ist ja ein wundervoller, traumhafter Anblick auf diese wundervollen Säulen mit den beiden Skelettköpfen. Wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, bleibt sauber und vor allen Dingen gesund und bis zur nächsten Folge, wenn ihr denn so wollt. Tschüss.